Der schönste Tag im Leben bekommt vermutlich mit dem nächsten großen Gameplay-Pack für Die Sims 4 neues Gameplay spendiert. In diesem Video möchte ich meine Ideen und Gedanken sowie schon bereits von EA geteilte Grafiken und erste Gameplay-Konzepte zu diesem Thema mit euch teilen. Die Sims 4 traumhaftes InDesign ist jetzt auch schon wieder 7 Monate her, also auch eine ganz schöne Weile. Es wurde schon viel spekuliert, was denn das nächste Gameplay-Pack sein könnte und wann es denn eigentlich erscheint. Und wie ihr schon bestimmt im letzten News-Video gesehen habt, haben die Entwickler angekündigt, dass es innerhalb der nächsten 3 Monate ein neues Gameplay-Pack geben wird. Mein News-Video dazu findet ihr ebenfalls auch nochmal in der Beschreibung. Es ist wirklich relativ wahrscheinlich, dass es sich um das Thema Hochzeiten und allgemein Liebe drehen wird. Also ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich mich, als die Entwickler diesen Post auf Twitter veröffentlicht haben, eigentlich doch recht gefreut habe. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, allgemein immer so ein bisschen realistisches Gameplay, wichtige Ereignisse im Leben der Sims, finde ich, können doch gerne immer noch ein bisschen größer, ein bisschen ausgeschmückter sein. Also ja, in der Hinsicht habe ich schon mal nichts am Pack auszusetzen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es eher so ein Pack wird, was man einfach nur ab und zu mal so rausholt. Es gibt ja wirklich Packs, zum Beispiel für mich jetzt Hunde und Katzen, die man richtig oft benutzt, wo man bei jedem Haushalt mal irgendwie noch ein Haustier hinzufügt. Dann gibt's im Gegenteil dazu Packs, die man nie benutzt, die man einmal spielt und dann nicht so wirklich wieder anrührt. Zum Beispiel würde ich da jetzt Strangerville nennen. Das war von der Story ganz interessant, das war witzig, aber so wirklich dann zweites oder drittes Mal spielt man das Pack eigentlich nicht. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass dieses Pack so ein Zwischending aus diesen zwei Sachen wird. Wenn es sich jetzt wirklich rein auf die Hochzeiten der Sims fokussiert, dann ja, wird man das Pack natürlich logischerweise nur benutzen, wenn auch wirklich die Sims im Haushalt mal heiraten. Das kommt jetzt natürlich auch nicht so häufig vor, deswegen denke ich mal, dass das Pack eher dann ja, so ab und zu mal benutzt wird. Und vielleicht, wenn da dieser Liebe-Aspekt, wenn es irgendwas bei den Beziehungen der Sims, da irgendwelche Neuerungen gibt oder so in die Richtung, dass es vielleicht sowas wie einen Jahrestag gibt, sowas fände ich auf jeden Fall sehr cool. Also allgemein, dass die Beziehung, was halt auch im echten Leben so ein bisschen so ist, dann doch noch ein bisschen aufgepeppt wird. Aktuell ist es bei den Sims ja eher so, dass Sims in einer Beziehung halt einfach nur romantische Aktivitäten dann ausführen. Aber so ist es ja jetzt nicht unbedingt wie in echt. Da könnte man also auf jeden Fall noch ein bisschen was verbessern. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall auch wieder nicht unbedingt eine neue Welt gibt, weil die Entwickler das ja eher so ein bisschen gemacht haben, wenn es wirklich so dazu passt. Klar könnte man jetzt so neue Hochzeitslocations irgendwie hinzufügen. Das würde natürlich passen, aber irgendwie kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass das Pack in diese Richtung gehen wird. Es wird wahrscheinlich eher so um das Gameplay gehen. Und vielleicht wäre es auch schon so ein bisschen im Teaser erklärt worden, aber Party für die Liebe ist ja schon recht eindeutig. Wenn wir jetzt dann mal so ein bisschen zu meinen Ideen zu so einer Hochzeitsthematik gehen wollen, dann habe ich da eigentlich schon so ein paar Sachen. In The Sims 3 war es ja schon möglich, Junggesellenabschiede zu feiern. Das fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Das sollten sie auf jeden Fall wieder mit reinbringen. Gehört ja auch so ein bisschen dazu. Gerade deswegen finde ich es dann doch eigentlich ganz gut, wenn sie da so ein paar Features von den vergangenen Sims-Teilen da wieder ein bisschen mit reinbringen. Dann allgemein das Event, wenn man dann die Hochzeit feiert, könnte man ja so Sachen wie zum Beispiel eine Fotobox hinzufügen. Das fände ich auf jeden Fall ganz witzig. Oder auch allgemein so Sachen, die man auf einer Hochzeit macht. Es gibt ja diesen Brauch mit dem so Strauß hinter sich schmeißen und derjenige, der den dann fängt, hat, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann relativ viel Glück. Das wäre auf jeden Fall auch noch was man so mit einbringen könnte. Allgemein, wenn ihr an eure Hochzeit denkt, so Aktivitäten gibt es ja im Großen und Ganzen bei den Sims nicht wirklich. Da könnte man auf jeden Fall noch nachbessern. Vielleicht wäre es da ja irgendwie möglich, auch so flitterwochenmäßig was hinzuzufügen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich mir halt das natürlich wünschen würde. Aber ich mir jetzt nicht ganz vorstellen kann, dass die Entwickler jetzt Hochzeit in Kombination mit einem neuen Reiseort so in dem Sinne hinzufügen. Das halte ich ein bisschen für ausgeschlossen. Wenn man jetzt ganz verrückt sein wollte, wäre natürlich auch ein ganz guter Zeitpunkt, in dem Atemzug dann Hotels mit hinzuzufügen. Auch sehr, sehr unrealistisch.
Aber wenn man mal so ein bisschen träumen will, dann wäre das auf jeden Fall auch was, was dieses Pack, glaube ich, gut aufwerten würde und vom Gameplay dann doch noch ein bisschen erweitern würde. Das fände ich auf jeden Fall ganz gut. Was natürlich auch bei einer Hochzeit gar nicht mal so zu unterschätzen ist, ist diese ganze Planung. Also da geht ja auch sehr viel Zeit rein, würde ich mal behaupten. Und allgemein diesen Aspekt, wenn man den im Spiel ein bisschen abbilden würde, fände ich das auf jeden Fall ganz witzig, dass man so eine Checkliste hat, die man so abarbeiten muss vielleicht oder sowas ähnliches. Das fände ich auf jeden Fall noch ganz witzig. Zum Beispiel könnte man auch einbauen, dass die Sims vielleicht von anderen irgendwie vor der Hochzeit noch überrascht werden oder sowas. Natürlich müssen bei so einer Hochzeit auch Klamotten rausgesucht werden. Da wäre es dann doch ganz interessant, wenn man vielleicht irgendwie ja einen neuen Laden hat, wo dann so Brautkleider oder Brautklamotten allgemein rumstehen und man sich da so ein bisschen durchprobieren kann. Fände ich doch irgendwie auch ganz witzig. Das halte ich dann schon ein bisschen für eher realistisch. Also solche Aspekte, es gibt auf jeden Fall dann eine ganze Menge. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zu den Objekten gehen wollen, muss man jetzt fairerweise zugeben, dass ich glaube, dass da sehr viele Hochzeitsklamotten logischerweise drin sein werden. Ein bisschen was Schickeres, wahrscheinlich wieder so ein bisschen verschiedene Stile. Also man kann eine Hochzeit ja ganz pompös machen oder eher einfach oder eher so landhausmäßig. Es gibt da ja ganz viele verschiedene Sachen oder so ein bisschen strandmäßig. Also ich denke, dass die Entwickler da dann vielleicht auch so zwei, drei unterschiedliche Hochzeitsstile so mit reinbringen werden. Also auch von den Objekten kann ich mir da ganz gut was zu vorstellen. Aber in diesem Video soll es jetzt nicht nur unbedingt um meine Wünsche und Gedanken gehen, sondern die Entwickler haben vor einer ganzen Weile schon selber so ein bisschen geteilt, in welche Richtung diese Art von Pack gehen könnte. Vielleicht könnt ihr euch ja noch so ein bisschen an diese Community-Packs erinnern, also die Accessoire-Packs, die mithilfe von uns, von unserer Abstimmung dann umgesetzt wurden. Schick mit Strick und Waschtag Accessoires waren nämlich beide Packs, die von der Community bestimmt wurden. Und so gab es auch ganz am Anfang eine Themenumfrage, in der gefragt wurde, was für Themen sich denn so die Spieler wünschen. Und da war unter anderem auch ein Hochzeit-Accessoire-Pack dabei. Und zu diesem haben die Entwickler auch schon selber zwei Concept-Arts erstellt. Also das sind Grafiken, mit denen dann letztendlich die eigentlichen Objekte für das Pack dann zusammengebastelt werden, damit die Entwickler einen groben Einblick haben, in welche Richtung vom Stil die Objekte gehen sollen. Und da wurden unter anderem diese beiden Screenshots geteilt. Das waren also Ideen für ein Accessoire-Pack, für ein Accessoire-Pack-Thema, die dann letztendlich doch nicht genommen wurden. Aber die Konzeptzeichnungen sind original von EA und dadurch kann man schon so ein bisschen erahnen, was für Ideen die Entwickler zu diesem Hochzeitsthema hatten. Also man sieht hier zum einen schon relativ fertiggestellten Raum mit ganz vielen Objekten. Es geht für mich jetzt hier so ein bisschen in die Landhausrichtung. Das Thema mag ich sehr gerne, weil ich privat vor einer Weile auch auf meiner ersten Hochzeit war und vom Stil dieser Hochzeit auch so wirklich ziemlich ähnlich in diesem Stil wirklich gestaltet war. Deswegen finde ich das gerade besonders witzig, dass sie diesen Stil hier vielleicht dann so ein bisschen reinbringen wollen. Man weiß natürlich noch nicht, was die Entwickler daraus machen. Es gibt ja noch nicht mal eine richtige Ankündigung. Deswegen ist das alles noch so ein bisschen schwammig. Aber wenn die Objekte so in diesem Stil gehalten werden, fände ich das wirklich extrem cool. Also es ist ja eher so ein bisschen, sagen wir mal, traditionell, nicht so schickimicki, pompös mäßig, sondern eher so ein bisschen klassisch. Und hier mit diesen Lampen, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dieses Weiß, natürlich die klassische Hochzeitsfarbe so ein bisschen. Und auch von den Klamotten, man bekommt natürlich so einen groben Einblick. Aber ich finde auch, dieses Kleid sieht ganz gut aus. Also wirklich nicht so pompös, nicht so ein Kleid, was hier so riesig nach unten geht. Man sieht hier schon irgendwie so einen Sektkorb. Also alles, was natürlich so ein bisschen zu so einer Hochzeit dazugehört. Da haben wir noch diesen Screenshot bekommen. Auf dem fällt zuerst natürlich diese Bowle hier auf. Also vielleicht wäre das dann ja auch eine Option für ein neues Gameplay-Objekt. Und noch länger her gab es 2014 schon eine Umfrage, in der die Entwickler gefragt haben, was denn so in einem möglichen, wie das hier genannt wird im Englischen, Love Life Gameplay-Pack enthalten sein sollte. Es war eine Umfrage, die random an verschiedene Spieler gesendet wurde und die konnten dann wirklich abstimmen, wie sie dieses Thema finden. Und ich glaube, auch hier kann man dann schon so ein bisschen erkennen, was für Gedanken die Entwickler bei dieser Thematik so hatten, wie so der Rahmen auf jeden Fall auch von der Größe vom Pack ist.
Ich lese euch das jetzt hier am besten einfach mal vor. Gehe auf eine Reihe von romantischen Dates an neuen Orten oder sei ja, der Wingman deiner Freunde. Hab Hochzeitsspaß und Drama, indem du die Eltern deiner Angebeteten oder deines Angebeteten nach Erlaubnis fragst und ja, hab Spaß bei den Flitterwochen. Habe dein erstes Date, Blind Dates oder auch Gruppendates, die an verschiedenen Orten stattfinden. Wie hier geschrieben steht, haben die Entwickler sich da sowas ausgedacht. Lover's Garden to the Moonlit Café. Und ja, an diesem Moonlit Café scheint es dann auch so einen kleinen privaten Konzertbereich zu geben. Also wenn sie da jetzt noch so ein bisschen Live-Konzert oder so einbringen, fände ich das auf jeden Fall auch sehr cool. Also hier schon so ein halbes Crossover-Pack zwischen Heirat und Bands, obwohl das jetzt wahrscheinlich mit den Bands dann vielleicht echt so ein bisschen rausfällt, auch eher unwahrscheinlich. Aber so Gruppendates fände ich auf jeden Fall auch ganz witzig. Mir fällt da direkt so spontan ein, so ein einsamer Sim, der irgendwie so seine große Liebe sucht und da könnte man dann ja mit diesen Gruppendates ja dann wirklich, da glaube ich, ein bisschen neues Gameplay erleben. Das wäre doch eigentlich ganz witzig. Sei der Verkuppler, es würde dann hier scheinbar auch eine neue Fähigkeit geben, die ja, Verkuppler-Fähigkeit, wenn man das so sagen will. Genau, gib romantische Tipps und ja, navigiere das Dating-Drama als Verkuppler. Finde ich auch irgendwie sehr witzig. Ich frage mich, wie so eine Fähigkeit aussehen könnte. Das wäre dann doch vielleicht ein bisschen viel oder ein bisschen unnötig. Also ich könnte mir jetzt nichts unter einer Verkuppler-Fähigkeit vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also bleibt auf jeden Fall spannend, was da dann so dahinter steckt. Genau, hier Junggesellenabschiede werden genannt, das, was dann auch so ein bisschen mein großer Punkt war. Und ja genau, plan die Details von deinem großen Tag, finde ich auf jeden Fall auch sehr gut. War ja auch was ich angesprochen habe, fällt mir gerade auf. Also die Entwickler und ich scheinen da ja relativ ähnliche Ansichten zu haben, was denn in so einem Pack drin sein sollte. Also ich muss zugeben, das klingt für mich auf jeden Fall jetzt alles sehr gut. Wenn sie das so in dieser Größe reinbringen, könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch ein solides Pack wird. Also alles davon würde das Pack rund machen. Ich sehe halt, wie ich auch schon in meinem News-Video gesagt habe, so ein kleines bisschen dann doch die Gefahr, dass es vielleicht nicht genug sein wird, wenn wir das jetzt halt hier mal mit dem traumhaften InDesign-Gameplay-Pack vergleichen wollen. Die Karriere an sich war ja ganz cool, aber ich fand, für ein Gameplay-Pack hat es dann einfach nicht gereicht. Und wenn sie da jetzt so eine Bachelorette-Party reinbringen und vielleicht so ein, zwei neue Gameplay-Objekte bei der Hochzeit, dann wäre mir das doch wirklich leider ein Ticken zu wenig. Aber wenn sie da sich neue Sachen ausdenken, hier mit diesen Gruppendates und wirklich da alles umfangreich so ein bisschen behandeln, die Hochzeiten größer machen mit mehreren Aspekten und vielleicht auch allgemein so das Thema Liebe, Beziehung auch noch ein bisschen erweitern mit neuen Sachen, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es so ein in die Lebensfreude-Erweiterung-Richtung gehen wird und dann fände ich das auch auf jeden Fall eigentlich recht solide. Ich würde mal behaupten, dass wir schon so einen groben Einblick in die Objekte und in das Gameplay von einem Pack haben. Hatten wir auch noch nicht so oft. Es ist natürlich jetzt alles nur alte Screenshots, die schon sehr alt sind, wo man nicht weiß, ob die Entwickler das wirklich jetzt so umsetzen oder anders oder ob das Pack doch wirklich in eine komplett andere Richtung geht. Es ist ja noch nicht mal wirklich bestätigt, dass es sich auf jeden Fall um Hochzeiten handelt. Deswegen würde ich mal sagen, wir sollten dann einfach doch noch mal ein bisschen abwarten. Also es wäre realistisch, dass wir schon jetzt nächste Woche oder vielleicht auch übernächste Woche dann doch ja, eine Ankündigung erwarten können. So ganz fest ist es nicht, aber wir können auf jeden Fall gespannt sein und ich denke, die Ankündigung wird bestimmt gut. Also ich glaube, das Thema ist wirklich was, womit irgendwie alle so ein bisschen was anfangen können. Ich habe auch in den Kommentaren eigentlich nur relativ viel Positives gelesen. Ich bin persönlich auch angetan. Wenn man das Pack richtig angeht, kann es eigentlich nur gut werden. Dann würde ich mal sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Was denkt ihr so über meine Ideen und wie findet ihr die Ideen, die sich EA jetzt so ein bisschen für so eine Thematik überlegt hat? Das könnt ihr mir ja auch gerne in die Kommentare schreiben und ja, gerne natürlich auch eure Spekulation, was ihr so von diesem Pack, von diesem Thema vor allem erwartet. Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren.
Und dann würde ich mal sagen, sieht man sich entweder bei einem der nächsten Videos oder vielleicht sogar ja schon bei der Trailer-Analyse wieder. Also würde ich mal sagen, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Video.